Genau. Diese Tassen werden im zentralen Delfinarium auf der Erde gekauft. Haie wurden vor langer Zeit völlig ausgerottet, aber sie schaffen es immer noch, jedes Jahr Hunderte von Menschen zu verletzen, selbst in Form von solch unsicheren Tassen. Ja, nee, ist klar. Noch mehr Gaffer-Tape. Yay oder so Ich glaube, das ähnlich? da hinten ist eine neue Station. Ja, sieht sehr danach aus. This is working autonomous oxygen station. Ja. Yay! Du kannst Luft. also durchatmen. Luft. Mal gucken, was da alles an coolen Kram Interesting drinne. design. The wiring schemes of the steering wheel are even less complicated than in the pleasure ships. You can connect an oxygen station here, if I've understood the blueprint correctly. Ja. Ah. Sonding. Da ist was zu trinken. Apparently, there was a survivor here, temporarily. Judging by the number of antennas, this is either a communication point or a communication point from another side of the liner. In any case, there's a chance to find Normandy and the other survivors. Zum Beispiel Babe. Hope these antennas are spares and communications can work without them. Das sieht doch sehr vielversprechend aus hier. Ja. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob wir da Looks like Shawarma someone tried to get finden. inside the module using the shuttle as a battering ram. By the way, did you know that originally the heads of some battering rams were carved in the shape of a ram? That's an interesting fact. The chance of injuring yourself with the electrical tape is 46%, which makes the dispenser the safest tool for useless construction and wasting your time. Remember not to put the loose end of the electrical tape down your throat. The pilot entered the Okay. module. Well, partly. At any rate, his brains are scattered all over the corridor, and they most likely got into the vent and activated the airlock pressurization protocol. You need to find another airlock to get inside. Ja. Okay. Oh Gott. Nein. Was? Ich will nicht. Lies vor. Ein Kultspiel mit Kultcharakter. Ein Kult unter den Maskulisten natürlich. Ilarion Kroftovich und das Grab des Vergewaltigers. Das Spiel hat viele Auszeichnungen und positive Bewertungen für seinen kulturellen Beitrag zur Gleichstellung, zur Unterstützung von Minderheiten, zur Toleranzangelegenheiten und für etwas anderes erhalten, das nichts mit seinem schrecklichen Gameplay zu tun hat. Extendo, ja. Was steht da noch? Tomb Ich will es nicht Raider mitnehmen. darf Ja. nicht. Dann auf der Verpackung. Nein, das werden wir uns nicht weiter durchlesen. Nein, 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 nein. Ah, sehr gut. Victor, was? Tinkerman. Ein universaler Pass mit einem Magnetstreifen, einem Loch und für eine Schnur. Es ist unmöglich, ihn herzustellen oder im Prozessor zu montieren.
Er wird nur für Mitarbeiter des Linienschiffes ausgestellt. Der Pass wird nach einiger Zeit entmagnetisiert und musst ihn mit deinem persönlichen Passwort wieder aktivieren. Oder das Passwort wird der Universalpass zum Universalabfall mit einem Magnetstreifen und einem Loch für eine Schnur. Sehr gut. Trust me, I'm an engineer. Ja, das klang schon bei Dead Space nicht so gut. Naja, also, naja. Ja. Ich habe nicht versucht, da drauf zu pinkeln. War dir etwa kalt? So ganz spontan. Lernst du aus deinen Fehlern? Guck ihn dir an. Ja, ich habe ihn mir leider nicht genau genug angeguckt, bevor ich ihn geheiratet habe. Jetzt muss ich damit leben. So steht es nun auch wieder nicht. Es? Das verheiratet sein. Eine gewöhnliche Unterhose mit einem gewöhnlichen Flicken. Nach der Dicke der Fäden und der Meistermasche zu urteilen, hält diese Unterhose noch 10 Jahre. Perfekt, direkt mitnehmen und mit, auch mit ansehen. Wie viele davon kannst du einmal tragen? Was? Ein unbekannter Ingenieur, der versuchte, sich durch das Fahren eines handfertigen Fahrzeugs zu retten, leistet seine gewaltige Arbeit, indem er einen gewöhnlichen Staubsauger in eine Rakete verwandelte. Und dann starb er. Miracle of engineering. This vacuum cleaner flew fast, but not for too long. Something was being assembled here. Okay. Wichtig. Ein Feuerlöscher. Oh ja. Demnächst müsstest du irgendwo hin, wo du atmen kannst. Da oben konnte ich doch atmen. Gut, ich wollte dich nur darauf hinweisen, weil Oder? du meinst. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich gehe lieber dahin. Halt, nein, das ist gar nicht das Teil. Ich wurde fehlgeleitet. Ich war's nicht. Oh. Ich habe versucht, mich rechtzeitig zu informieren. Mehr kann man mir nicht vorwerfen. Dass du es nur versucht hast. Habt ihr das auch gerade gesehen? Nein, was denn? Nein. Da schwob gerade so eine Sache, die man sonst nur an den Asteroiden an der Seite dran findet. Aber Schwebi. die schwob da einfach so.
Sieht sehr knapp aus. Ja. Immerhin hast du noch genug Leben. Du hast ein heiles Steuerrad gefunden. Es ist zwar nicht mehr an Ort und Stelle, aber immerhin. So, da sollen wir jetzt einen Durchgang ins Modul finden. Ja. Na dann, let's go. Würde ich auch sagen. Eben habe ich da noch nichts gesehen. Von der anderen Seite? Könnte da unten versuchen reinzukommen oder sowas. Oder von unten, da unten. Sehr gut. The service airlock. To be more precise, this was the service airlock. Unfortunately, now it's gone. But if you scan how its system works and get the necessary tools, we could try to repair it and pressurize the doors. Dafür braucht man ich glaube, dort ist ein Abroller gelootet im Schiff oben. Oder die Blaupause oder dazu. Blaupause dazu. Ah, okay. Aber was bauen müssen wir ihn noch hier? Ja, aber wo können wir ihn bauen? Müssen wir dafür ganz zum Anfang wieder zurück? Ja. Scheinbar. Den hier darf ich mir nicht mitnehmen. Und noch was zum Bauen sehe ich jetzt. Okay. Da ist der Generator. Ausrüstung. Erhalten via Werkbank. Rindgranate. Was? Ja, sieht richtig aus. Bestechungsgeld. Kommst du mit? Dich trinke ich einmal und dafür kommst du mit. Ja, müssen wir jetzt ganz zum Anfang wieder zurück? Ja, nicht ganz zum Anfang, aber zur Station. Ja. Warum wird mir das dann noch angezeigt? Weil du da irgendwas finden kannst oder machen kannst?
Wäre jetzt meine halbwegs logische Schlussfolgerung. Okay. Cool. Cool. Sehr cool. Und es verbraucht gar nicht mal so viel Sauerstoff. Treibstoff meine ich. Also. Entsprechend auch. Man kann es angemessen nutzen, wollte ich damit ausdrücken. Das ist korrekt. Mit was füllt man es auf? Treibstoff. Aber was ist der Treibstoff dafür? Mana. Das heißt, wir müssen Mana-Tränke herstellen. Mana. Badibididib. Aber ja, das ist ziemlich schnell. Das Geräusch wird bestimmt gar nicht nervig. Nein. Es gibt schlimmere. Das stimmt. Hallo Werkbank. Yay! Easy. Induktor. Keine Ahnung, was das ist. Etwas, das etwas induziert. Dafür brauchst du zwei Kabel. Du hast eins im Inventar. Gut, das heißt auch, ich kann... So, Kabel hatten wir da, glaube ich. Da. Was braucht man noch? Nicht. Batterien und veredeltes Metall. Batterie dürfte auch kein Problem sein, das veredelte Metall. Alles hier rumliegen. Ja. Tada. Gut, das heißt, wir fahren jetzt wieder zurück zur Station. In der Hoffnung, dass dein Spielzeug nicht abgetrieben wurde. Füllen. Wer spricht denn hier von Abtreibung? Ich kann es mit nichts füllen, also. Okay. Ah, es findet sich bestimmt auch noch, oder? Ja, ich hatte angenommen, dass es dann vielleicht aufploppt oder so, dass Revan dann sieht, was er... True, ich habe ja drauf gedrückt, aber es
ploppt und irgendwo. Ja. Einfach weitersuchen. Also theoretisch wird in sowas ja Stickstoff reingefüllt. Aber? Möglich? Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass du das Ding mit Shawarmas füttern musst. Nun. Mit dem Ding kommen wir echt weit. Jupp. Das Quality of Life Improvement, ne? Ja, ja. Wir müssen nur rausfinden, wie wir es befüllen. Der Verbrauch ist halt echt supi. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du die Ressource vielleicht ein bisschen aufwendiger herzustellen ist. Und dann haben wir sie relativ nachhaltig. Oder sowas. Luftschleuse. Luftschleuse. Aluminium und Titan brauche ich dafür. Schön. Scheinbar schon. Schön, sowas vorher zu wissen. Titan hat es ja gesammelt, ne? Bin ich am überlegen, haben wir nicht hier die Sachen. Und wieder zurück. Ja, mit einem kurzen Zwischenhalt. Nein, lass mich da rein. Also der Einstieg in dieses Raumschiff ist sehr experimentell. Ja, das ist ein gutes Wort dafür. Ja, ich habe da so meine Momente. Also was war es jetzt, was wir da hinten für brauchen? Aluminium und Titan? Na, was hämmerst du? Wollte ich auch gerade fragen. Es wollte nicht klicken. Ah. Ja. Das heißt, du hast die männliche Klickvariante versucht? Ja. Das ist, wenn gedrückt halt nicht funktioniert. Aha. Ja, oder der Dimm-Schalter. Haben wir jetzt alle gelernt, Dimmer sind Frauenschalter? Wissen wir jetzt ja alle, ne? Was? Ja, hat so ein deutscher Komödiant mal in den Raum gestellt. Why? Weil Dimmer ist so, ja, mach ich es noch einen Ticken heller oder noch ein bisschen? Und Lichtschalter ist halt an und aus. Da gibt es keine... drei Meinungen, an oder aus. Okay. Ja, dachte ich auch. Okay. So, jetzt das Schöne, wir haben kein Aluminium.
Aber das Kometen vor der Tür. Immerhin. Scheint nicht sehr erfolgreich zu sein. Wir haben hier noch Eisen, Eis. Noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob sie mit von Erfolg gekrönt ist. Okay, und was ist deine Idee? Wir werden es erleben, wa? Meinst du, wir haben kein Widerspruchsrecht? Hm. Da hinten ist doch dieser riesige Gummiball, wo wir einfach so Ah. Materialien abbauen können. Ich glaube, das ist derzeit unsere beste Chance. Um Materialien zu finden? Ja, würde ich sagen. Vielleicht finden die auch Shawarma. Ja, so random Drop. Also es an den Seiten sind auch Materialien. Wenn die, die wir brauchen, gerade nicht dabei war, irgendwo hier. Sieht nicht ganz so erfolgsversprechend aus. Leider nein. Schade. Da ist das wieder Eis.